So, ein Hallo vom Charles. Ich begrüße euch heute mit einem neuen Game Tokyo Dark. Begrüße jeden, der im Stream zuguckt. Heute plus 18 Stream, das heißt, mein Channel heute auf plus 18 gestellt. Das heißt, jeder von euch müsst sich mit dem normalen anmelden, mit euren Namen und so weiter. Servus, Xenia, grüße ich. Ich twitter nur mal schnell. Danke in der Verbindung an Squeenix Collective und Cherry Mochi. Dankeschön für das Spiel. Und ja, es ist ein bisschen creepy anscheinend. Frikadella, Servus. Ich hab's nur mal. Ich muss ein neues Game machen, weil ich habe mir natürlich angeguckt, nur wegen der Bedienung, aber ich brauche nur die Maus. Kommt mal sehr entgegen. Ja. Somit, wir werden mal starten, neues Game. Das Spiel ist in Englisch und in Japanisch. Das heißt also, ich werde ein bisschen ein paar Einstellungen vornehmen, damit wir das ordentlich schön lesen können. Servus, pixelige Dirk, Frikadella, grüß euch. Jeder, der es jetzt nachträglich guckt auf YouTube, begrüße euch natürlich. Gameplay, Let's Play von Tokyo Dark. Frikadella ist für Japanisch. Und bezüglich Musik müsst ihr mir auch Bescheid geben, ob es zu laut ist. Ich werde das noch ein bisschen einstellen. Auch die Musik und so kommt mir sehr entgegen. Ich werde nur Veränderungen kurz vornehmen. Ich habe das vorher schon gesehen. Zwar hier mal ein bisschen die Lautstärke runterdrehen und den Text werde ich ein bisschen größer machen. Und somit müsste es eigentlich alles funktionieren. Das nur als Ansicht, das werden wir dann später brauchen. Hier Stable, Professional, Kompetent und Stress. Das heißt, diese Dinge müssen wir auch vollfüllen. Sanity, Professionalism, Investigation, Neurosis. Das heißt, hier müssen wir dann nacheinander das abarbeiten. Wir spielen diese Freund Spector, werden uns das jetzt mal angucken. Zum Gameplay an sich, ich habe es ja so Viertelstunde gezockt, sehr interessant. Ich muss ehrlich zugeben, spricht mich schon an, also ist einmal was ganz anderes vom Game her. Die Bedienung an sich nur links klicken und hier kriegen wir halt diese Menüs. Gucken, pick up, ja, das heißt, wir müssen so Sachen finden. Koi, Servus. Charles, ich habe eine Frage und zwar, du spielst auch mit dem Controller am PC. Aussetzer hast. Ja, selten, selten. Dann ist er. Der USB zu langsam wahrscheinlich. So, gucken wir uns das mal an. Wir sind es, Detective Ito, sind wir from the creamy fabric of the train. Sit, I recognize a familiar face. Ich weiß nicht, soll ich es übersetzen oder haut das so halbwegs hin? Gibt's mal Bescheid. Also sie sieht bei diesem Sessel was und sie erkennt ein bekanntes Gesicht. Und zwar Tanaka. What's your badge doing? Was macht deine Hundemarke hier an diesem Platz? Ja? Fragt sie. Und das ist Detective Tanaka Katsuki von der Tokyo Metropolitan Police Department. CIS, Crime Investigation Bureau, also CIB eigentlich. Ja? So, das heißt, wir gucken mal weiter. Wo bist du? Ah, es ist voller Blut auch, das Zeug. Hört man hier die Musik auch? Ich muss es ein bisschen lauter stellen, aber ich finde das relativ creepy. Und hänge ich irgendwie im Bild oder warte, ich ziehe mich da mal runter. Ich ziehe mich da mal runter, vielleicht ist es hier besser. Ja, kann man mich hier auch sehen, damit man die nette Dame sieht. So, ist es okay. Ja. So, Telefon. Haut rein. Hi, Ito, wo bist du? Ich habe versucht, dich zu erreichen für die letzten 20 Minuten. Ich nehme an, du hast über das Telefon gehört. Was? Ja, Saki hat es mir erzählt. Ich bin am Weg nach Shinjuku. Ich konnte auf die Uniform mit nicht warten, ja, und wollte die Chance nicht verpassen. Hallo Sternchen. Wir haben das GPS-Signal geortet, und zwar in der Alley vom östlichen Teil der Stadt. Du bist der einzige Detektiv, den ich vertraue und der in der Nähe ist. Sie haben mir gesagt, ich wäre ein Idiot, wenn ich nicht noch ein Team hinter dich herschicke. Glück für uns. Das Telefon hat sich die letzten 40 Minuten überhaupt nicht bewegt. Ja. What's your ETA? ETA. Und sie sagt, ah, ich bin in so was 10 Minuten dort. Wie lange dauert es, bis dein Team dort ist? Also ich hoffe, das mit der Übersetzung passt so. Oder ich soll sie nicht übersetzen, wie ihr wollt. Bei dem Verkehr und so weiter in knapp 20 Minuten hinter dir. Ito, ich habe keine Idee,
Über was? No idea what you're talking into. Walking, wo du dich da hinein manövrierst. So, sei nicht heroisch. Finde das Telefon. Guck, was du herausfinden kannst und reportest direkt zurück ans Hauptdepartment, ans HQ. Hast du verstanden? Jawohl, Sir. Gefällt mir. Ich weiß, es ist speziell hart für dich, weil es hier dein Partner ist. Und ich verstehe, dass du die bist, die ihn nach Hause bringen soll. Aber naja, sagt er. Wenn du okay bist, bist du okay, um zurück eben zu kommen. Ja, ich weiß, es ist eine Weile her, seit diesem Unfall. So, lüg mich nicht an. So, übersetzt. Ja, so, remember to keep an eye on your spin. So, aber sie soll immer für ihre Spin-Attribute gucken. Das ist das, was wir zuerst schon gesehen haben. Um eben den Fortschritt auch zu sehen. I'm taking a big risk. Ich nehme ein großes Risiko, aber ich vertraue dir in dem Ito. Wir können nicht nochmal Kamakura wiederholen. Okay, mal gucken. Ne, ich bin okay, Sir. Ich habe alles unter Kontrolle, sagt sie. Okay. Ich melde mich, sobald ich das Telefon finde. Behind the pleasant trees, it's plain as day that Yukima still doesn't trust me to be on my own. Ah, okay. Also, er traut mir immer noch nicht. No, mal sehen. Der Tag Tanaka went missing. Also am Tag, wo Tanaka verschwunden ist, die Uniformierten haben mir mein Tatort komplett ruiniert. There's no way I'll let it. Und ich will das nicht nochmal zustande kommen lassen. Warte, Tanaka, ich komme bald. Ja? Fünf Tage ist es her, dass mein Partner Detektiv Katsuki Tanaka vanished after we verschwunden ist. Als er das Police Hauptquartier verlassen hat. Da war kein Zeichen auf ihn, keine Spur von einer der besiedelsten Städte auf der Erde. Er verschwand einfach. Aber jetzt eine Stunde ist es vorbei und sein Telefon wurde mysteriös eingeschaltet. Oder es wurde wieder eingeschaltet. Ich sollte ihn wieder größer machen, glaube ich. Wir haben das Telefon geortet in dieser to this grimy road on the east side. Also in diese wie kann man sagen, unheimliche Straße im Osten von Shinjuku. Nichts Gutes ist jemals in diesem Teil dieser Stadt passiert. Okay, das ist hier, man sieht es auch. Sieht man das eh relativ gut? Qualität ist okay, gibt man mal Bescheid. Musik auch. Zu leise, zu laut. So, also man kann hier einfach. Die Sache ist, man muss halt hier Sachen rausfinden und man kann seine Story beeinflussen. Ja, es gibt verschiedene Ende davon. Mal gucken, ob wir so weit spielen können, ob wir überhaupt zu einem Ende kommen. Die Sache ist, die zugucken, ich würde euch auch bitten, spielt ruhig mit. Also, wir können uns Sachen angucken. Und so wie er sagt, man einfach nur, ich muss eben die Maus bewegen, wenn ich hier schneller klicke, dann läuft sie. Ja, und man sieht, es kommen hier solche Fenster. Also, man kann hier gucken, was eben alles zum Anklicken ist. So wie hier kann man mal gucken. Look. Ja, meiner Meinung nach, desto kleiner a chicken screw place ist, desto kleiner dieser Ort ist, umso besser. At least that's what I used to tell. Das wollte ich auch noch Tanaka sagen. Ah, die Übersetzung ist echt schwierig für mich manchmal. Gehen wir mal rein. Ah, ist geschlossen. No like I have time for chicken tonight. Also es gibt kein Chicken hier heute, also kein Hühnchen. Ah, anyway, aber egal. Was haben wir hier? Butterfly Club. Eine schäbige Bar mit einem Schmetterling-Logo. Okay. Kann da mal reingehen?
Als eine Hostessenbar, Waterdump Booze Exchange for Fuck Smiles and a girl to laugh on your jokes. Ah, also Frauen, die man sich kaufen kann und die bei deinen Witzen lachen. In einer normalen Nacht, da ist kein Weg. Oh, was? On a normal night? It's no way I'd look for the Naka. Ah, in einer normalen Nacht würde ich nie hier nach der Naka suchen. Aber heute, diese Nacht ist eben nicht normal. Okay. Und ja, Investigation plus 1. Das heißt, hier haben wir dieses Menü. Und hier sehen wir, hier haben wir jetzt noch Investigation Punkte bekommen. Das ist hier, das sammelt man an. Hört man die Musik, ja? Ich finde die Musik echt, die geht so richtig, boah, ja, das fetzt so richtig. So, wenn wir mal reingehen, oder, in den Club. Ja, war klar, plus 18 Stream deswegen. Mit ihm kann man reden und mit ihr. Wer ist sie? Hallo. Ich bin Detektiv Ito vom Tokyo Metropolitan Police. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Die Hostesse sagt, ich konnte den Polizisten an dir riechen. Wie du bei der Tür hineingekommen bist, ja. Klar, frag mich. Aber mach schnell. Weil normalerweise werde ich hier recht beschäftigt sein in der nächsten Zeit. Ich guck nur kurz. Musik ist okay? Oder muss ich lauter stellen? Niemand schreibt. So. Man kann jetzt, man kann es fragen, was sie mit ihrer Attitüde über die Polizei, was, ich meine, die Attitüde war jetzt echt nicht nice, was hast denn du, ne? Was hast denn du für ein Problem mit Polizisten? Kein Problem. In fact, I have no deal with them all the time. Ah, in fact, I have to deal with them. In Wahrheit muss ich immer mit ihnen arbeiten. Es sieht aus, als würden permanent irgendwelche Polizisten hier rumschnüffeln am Ende dieser Stadt. Ah, great. Großartig, sagt sie. Hast du einen jungen Mann, einen jungen Detektiv, also jungen Polizisten hier öfters gesehen? Nein, nicht einen. Aber das Interessante ist, ich habe Kunden, die bezahlen und nicht viel freie Zeit. So, du kannst jetzt was bestellen oder gehen. Echt nett. The hostess seems pretty caged. Akegi, sorry. Sie ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht öffnet sie ihren Mund, wenn man ein paar Drinks hier gibt. Ich muss hier echt vorsichtig sein. Ja, bestellen wir mal einen Drink, na? Na klar, okay. I could afford to take a load off. I'll take a shot of whiskey. Also Whiskey mit Eis einmal. Ich könnte mir eine Auszeit gönnen. Bechert sie das weg oder was? Ah, sie fragt. War das jetzt Plus oder Minus? You serious? Ah, echt jetzt? Sagt sie. Die meisten Cops möchten keine Drinks trinken, ja. Well, you did say you could keep talking without any drink. So, du hast gesagt, du kannst ohne einen Drink nicht sprechen. Ich hatte meinen Drink. So, sprich. Servus, Kami. What do you want me to say? Was willst du hören? Hör zu, Lady. Mir gehört dieses Lokal nicht. Ich arbeite nur hier. So, if this is some sort of thing of something, leave me out of this. Also, wenn es irgendwelche Probleme oder irgendwas um den Club ist, lass mich raus. Es ist schlimm genug. So einen Mouthbeater? What? It's bad enough to have Mouthbeaters. Es reicht, solche Atmer hier zu haben, wie dieser Goto, und mit mir den ganzen Nacht sprechen. Mach dir nichts draus. Seems there's been some bad things happening in this part of the town. Es kommt mir so vor, als würden hier schlimme Sachen geschehen in diesem Teil der Stadt. Ha. Schlimme Sachen, ha? Bist du ein Rookie oder was? Nein. Nicht beim längeren Drink. Well, you sound like one. Schlimme Sachen passieren ja immer. Seems like every other day I'm hearing whispers of someone getting beaten. Ich höre jeden Tag Stimmen, der geschlagen wurde oder betrogen wurde. Anyone whisper to you tonight? Hat heute irgendwer mit dir gesprochen? Nein.
as a matter of fact, they haven't. Also heute, muss ich ehrlich zugeben, heute nicht. Now, as stimulating as this conversation was. Okay, so befriedigend wie diese Unterhaltung war, ich muss weiter. Viel Glück, Lady. Das war's. Kann man nochmal talken mit dir? Nee, ne? Can you see? Kannst du nicht zugucken? Ich bin beschäftigt. Okay. Okay. Was macht er hier? Wer ist denn er hier für einer? Guten Abend, Sir. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Oh, what's you supposed to be then? Oh, echt jetzt? What do you supposed? Ah, und was willst du danach machen? Der brät sie voll an, der Typ, ne? I think this one's with the police. Ah, Schätzchen, ich glaube, von der Polizei. Hier. Hm. Zack, jetzt schläft ihm das Gesicht ein. Police, ha? Huh? My name's Goto. Ich heiße Goto. Ist deine Knarre echt? Warum darf ich dir mal einen Drink spendieren? Vielleicht möchtest du mir dann deine Kanone zeigen. Und ich kann dir meine zeigen. Ja. Nicht schlecht. Deswegen plus 18 heute. Ich lese immer Chatten mit dir, aber ich hoffe, ihr guckt auch ein bisschen gebannt. Ach, du bist sehr charmant, sagt sie. Aber kommen wir zurück zu den Fragen. You seem like a regular life. Ah, du siehst mir. Übersetzt ist es so ähnlich wie du siehst mir clever aus. Nee, eigentlich nicht. Siehst mir normal aus. Hast du einen Mann gesehen diese Nacht? I don't know. See the glasses, Detektiv. Ah, ja, ich weiß nicht, sagt er. Guck dir die Gläser an vor mir, Detektiv Otto. Otto, meine Augen sind nicht mehr so gut. Warum kommst du nicht zu mir und sitzt ein bisschen auf meinem Knie und wir können uns näher kommen? Ah, der brät sich echt an. Oder? Hat der Typ größere Brüste als die Protagonistin? Ja, ich weiß nicht. Sehr schlüpfrig, der Typ, ne? Und sie sagt, nee, lass nur, ich passe. Ja, brauche ich nicht. Hör zu, ich wollte dir helfen. Ja, aber wenn du nicht willst, ist okay für mich, sagt er. Investigation plus one. Okay. Das heißt also, hier sehen wir hier, wir haben minus 10, ja, das kommt davon, weil wir einen gebechert haben, ja, verdammt. Ja, das heißt, wir sind nicht professionell, ja, weil wir haben gebechert. Ja, aber who cares? Ja, egal, wir haben einen getrunken, so sieht's aus. Okay, das heißt, hier sind wir mal fertig, verdammt. Okay, also wir haben schon mal was getrunken und wir wurden angebraten. Ja, ist schon mal nicht schlecht, ja. So, das heißt, hier, das sind wir fertig, hier waren wir schon, ja. Das heißt, hier können wir nicht weiter. Das heißt, wir gucken mal einfach weiter. Was haben wir hier? Back Entrance. Der Hintereingang ist geschlossen. Ich kann nicht reinkommen, okay. Was haben wir hier? Eine kleine Bar. Guckt, sieht nicht so aus, als hätten sie viele Kunden. Aber man hat eine gute Aussicht auf die Straße vom Schaufenster. Da werden wir mal reingehen, oder? Ohne Mannschaft. Mensch, Charles, hättest dich doch ruhig mal auf den Schoß setzen können. Ja! Ja, absolut. Aber der sieht auch nicht so zufrieden aus, oder? Servus. Servus. Leider ist es nicht ganz in Japanisch. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte echt gerne die Stimme gehört. So richtig, ja? So. Also, ich bin Detective Ito. Okay, sie stellt sich mal vor. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Kein Problem für mich. Du kannst mich Daiso nennen, wenn du willst. Daiso, das ist doch ein Shop. I haven't done something wrong. Ah, ich habe nichts. Also, ich meine, ich habe nichts gemacht, sagt er. Oder habe ich? Ja, das musst doch du wissen, Meister. Nein, nichts dergleichen. Ich habe gehofft, du kannst mir helfen, vielleicht. Hast du diesen Mann gesehen? Vielleicht heute? Warte. Kann ich nochmal das Bild sehen? Sorry, I don't think I've seen him after all. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Na, no, sagt Frikadella und der pixelige Wetten, der Typ baggert sie jetzt auch noch an. Ja, lasst euch überraschen, oder? Aber ich hoffe, schaut's mal rein. Enjoyed it? Ist es schön? Ist es gut? So? Ich meine, mir gefällt es bis jetzt. Ich gebe es ganz ehrlich zu.
Are you positive? Ah, wie kann man das übersetzen? Bist du gut drauf? Vielleicht? I definitely remember, you see, to be honest, business heaven. Ja, ich kann mich erinnern. Aber was? Habe ich was versäumt? Er kann sich erinnern? Worüber? Sie. Aber schau her, sagt er. Um ehrlich zu sein, ja, mein Geschäft läuft nicht so gut, ne? Frikadelle finde ich super, finde ich auch gut. Es fehlen die Tentakeln, schreibt der pixelige Tick. Ja. So. I haven't seen so much on anyone lately. And definitely remember guy. Also ich habe echt nicht viele Leute in letzter Zeit gesehen. Und an den Typen würde ich mich erinnern, sagt er. Die meiste Zeit sitze ich hier alleine und putze meinen Tresen hin und her die ganze Zeit. Also ich putze die ganze Zeit meinen Tresen so. Aber I can't say I thought this. Ah, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich das als Besitzer dieser Bar in Xinyu immer mache, weißt du? Das ist der Besitzer, okay. Not to mention honest guys like me are being driven out of business around here. All the other places like that, hostess clubs have in the street, I think. Ah, okay. Er beschwert sich halt, weil, also er ist ja ein eigentlich normaler Typ. Und er ist hier in dieser Hostess-Club-Straße hier und das sind so viele Clubs, ja, und die nehmen ihm das Geschäft weg. Also so wird sich jetzt übersetzen. Ja. Xenaval sagt, ich hätte lieber deutschen Text. Ja, den kann ich dir aber jetzt nicht liefern, Herr Mr. Xenaval. Ja, die kommen noch. Das Spiel ist erst released worden vorgestern. Ja, also das Ding ist auch nur so geplant, dass es eben nur im Moment auf Englisch und auf Japanisch ist. Ja. So, not to mention Hannes Geist like me, das haben wir schon. So, das heißt, wir haben plus 1 Punkte, ja. So, jetzt fragen wir ihn mal. Können wir da mal rausgucken oder so? I'm sorry to hear that, Daiso. Also, es tut mir echt leid, das zu hören, Daiso. Aber ich habe eine Frage mehr, wenn es okay ist. Ich guck gerade. Schreibt ihr noch Nachrichten? Okay. Braucht ihr nicht mitlesen? Okay. I've got one more question. Also, ich habe noch eine Frage, wenn es okay ist. Du hast eine gute Aussicht auf die Straße. Hast du irgendwas Verdächtiges, nicht Normales gesehen heute? Servus, hi von Lu, grüß dich. Puh, nicht normal. Naja. Ich dachte, ich habe ein Telefon läuten gehört. Irgendwo draußen im Müll. Und es läutet und läutet und läutet. Okay. Wenn wir schon von Ringe sprechen. Okay, das ist. Die Übersetzung passt nicht, ja, weil eigentlich es geht ums Ringing, ja, also läuten und er macht jetzt den Ring, ja, also so passt die deutsche Übersetzung dann nicht, ja, also er spricht aber Ringing, ja. Er hat seinen Hochzeitsring versetzt, ja, für die monatliche Miete. Wenn meine Frau das hört, dann bin ich der Nächste im Müll, ja. Lacht er echt jetzt? Findest du das echt so witzig? Ja dann. So, ich muss auch nochmal was gucken. Ich habe nur eine WhatsApp bekommen und da muss ich jetzt mal gucken. Es tut mir leid. Immer zu den ungünstigen Zeitpunkten natürlich. Ja. Okay, somit reden haben wir schon, ne? Sind wir eigentlich fertig. Ne? So, passt. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Telefon-Ringing mal suchen. Ne? Ne? Ring-ding-ding-ding, schreibt die Frikadelle. Ja, genau so ist es. Das heißt, hier waren wir schon. Das heißt, hier waren wir schon. Also, wo läutet es denn? Was ist hier? Doesn't look like anyone's. Sieht so aus, als wäre hier schon lange niemand mehr gewesen. Aber gut, wen wundert's, na, wer will in dieser Straße leben? Ah, was soll's, sagt sie. Graffiti, was haben wir hier? Was auch immer hier gezeichnet wurde, jemand hat es versucht runter zu wischen, zu waschen, ja. Aber hat bei der Hälfte aufgegeben. Investigation plus 1. Oh, ich verbessere wieder meine.
verbessere ich meine Stats, ja. Ich habe immer noch minus 10 bei Professionals. Ah, oh, echt jetzt? Ich bin unprofessionell. Ja. So. Was haben wir hier? Ein Keypad. For such a grimy looking door. Ah, für so eine, wie sag man, hässliche Tür. Die haben so einen Sicherheitskasten. Warum? So, was haben wir hier? Stopp, was haben wir hier? Warum gehst du da vorbei? Ich will ja mal gucken. Look. Das kleine alte Holzschild ist so alt, dass ich nicht mehr lesen kann, was es ist. Makes you wonder what kind. Mich würde interessieren, was für Stores, also was für Geschäfte hier vor der Zeit waren, als sie durch diese Bars übernommen wurden. Aber hier sind Mülleimer, guck. Hier. Mal listen, oder? Listen. No doubt about it. That's Tanaka's phone, alright? Ah, ist Tanakas Telefon. Kann man rein? Listen haben wir schon. Inspect look. Really, lief so. Keine Zeit. Oh, Jimmy. Also wir haben nichts, um es zu öffnen. Warum? Warum kann man das nicht öffnen? Weil pretty normal for Dumpstag ist. Ah, ist verschlossen. Ah, okay. Okay. Lily Wonder, hi. Hi, Fake Fast Member, servus. So, also das Ding ist verschlossen. Haben wir dann Shoot Lock? Ne, das brauchen wir nicht. Wir müssen da mal reinkommen, ne? Das ist Shoot Lock. Wir haben es jetzt aufgeschossen. Hey, can't believe that worked. Ich habe es jetzt aufgeschossen. Yes. War das gut? Ich hoffe nicht. Alter, ich habe einfach ein Schloss. Warum habe ich nicht einen Schlüssel gesucht? Ja, I cannot use my gun in the public. Ja, ich kriege wieder Minuspunkte, ne? Wahrscheinlich. Verdammt! Ah, ich bin echt schlecht in sowas. Ich habe minus 15. Oh, verdammt. Ja, der Weg ist das Ziel, oder? Who cares? Okay, wir haben das Telefon. Piece of paper. Das ist ein Stück Papier und da drinnen kommt das Klingeln her. Ich muss es rausfischen, um genauer sehen zu können. Okay. Look, gucken wir mal rein, oder? Is a drawer nearer? Ich guck genauer und ich sehe, dass es voller Blut ist. Und zwei Schriftzeichen, die ich sehr gut kenne. Ich kenne sie nicht, weil ich kann kein Japanisch. Ja. Ayami. Okay, what the hell is going on? Was geht hier los? I am me steht da drauf. Okay, open it. Bäh, Alter, echt jetzt ist da drin. Oh, es verrottetes Fleisch. Fliegen und so Zeug. Und mittendrin das Telefon. Oh, okay. Bäh. Okay, ich heb ab. Ja. Hallo, wer spricht da? Sagt sie. Oh. Hast du nun endlich. Ah, oh, Fragezeichen. Unheimlicher. Oh. Endlich hast du endgültig abgenommen. Ich könnte dich eventuell kennen. Es ist lange Zeit her, Ayami-chan. Sie sagt, oh, du weißt meinen Namen. Wo ist Tanaka? Wo versteckst du ihn? Shh, Ayami-chan. Tanaka ist genau hier mit mir. Beruhig dich. Da ist etwas, was ich möchte, dass du siehst. Okay. Leave bloody back for police. Ja, und jetzt weiter? Okay, das lassen wir hier, oder was? Okay. Okay, also sie lässt es hier für dieses forensische Team, für das Nachfolgeteam. Das ist okay. Und es kann dann genau analysiert werden. Au, ich habe Profanation plus 1. Oh, ich hau wieder rein. Ist da noch was? Gute Bag ist still hier. Okay.
Neurosis, ich habe eine Neurose. Echt jetzt? Ich habe eine Neurose, alles zu kontrollieren. Habe ich eine Neurose? Ich habe Neurosen, verdammt. Boah. Okay. Und jetzt, wie geht's weiter? Okay. Was ist hier? Ist ein Warenhaus oder so ein Lagerhaus. Keine Ahnung, was für eine Firma das ist. Aber die Mülleimer gehören denen, ne? Und auf jeden Fall, ich meine, das war zugeschlossen, ja. Also es wäre wohl sinnvoll, wenn wir hier mal reingucken, ne? Weil, ich meine, das gehört ja denen. Oh, alter Schwede! Ich kriege Herzinfarkt. Okay. Oh, Lady, wir haben geschlossen, sagt er. Was machst du hier? Der Worker, der Kobayashi, okay. Hast du das Mädchen gesehen? Sagt sie. Was? Nichts gesehen. Das Licht flackert. So, und das einzige Mädchen, was ich sehe, bist du. Haha. Ja. Ja, gleich mal 10 Jahre älter geworden, absolut. Bist du okay, Lady? You're like real pale, pal. Ah. Irgendwie, dass sie so verwirrt aussieht. Okay, nein, ich bin in Ordnung. So, ja. Das ist Privatgrundstück, ja. So, wenn du nicht verschwindest, dann muss ich mit der Polizei reden, sagt er. Echt jetzt, fährt er schon Geschütze auf oder was? Sagt er gar nicht. Der Typ sieht stoned aus. Okay, ich hoffe mal, du redest nicht von mir. Okay, sie stellt sich mal vor. Hier. Police hier. Ja, du redest mit der Polizei. Hey. Ja, okay. Du bist Polizist, sagt er. Okay, bist ein Cop? Wow, was für ein Timing. Officer, Sir, Ma'am, ja, braucht man nicht übersetzen. Ich glaube, ich habe Gunshots gehört. Also, er hat da Schüsse gehört draußen. Also, ich weiß nicht, wie eine Waffe klingt, aber es klingt anscheinend so. Ich habe es in Filmen gehört, sagt er. Klar. Ja. Ja, ich wollte mit der Polizei sprechen. Denn was soll ich machen, wenn der Typ mit der Waffe noch draußen ist? Ja? So, ich habe beschlossen, nur hier zu warten. Weißt du? Okay. Aber gut zu wissen, dass du hier bist, sagt er. Hey, Alter, ich krieg jetzt die volle Breitseite, ne? Also das, was sie vorher gemacht haben, war echt scheiße, ne? Er sagt, hey, riechst du nach Whisky? Nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Verdammt, Alter. Alter, das Spiel rächt sich, ne? Es rächt sich wirklich. Nö, 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 sagt sie. Ah, nee, das ist nur in deiner Vorstellung, sagt sie, ja. Hast du irgendwen draußen gesehen? So, bei dem Mülleimer, fragt sie. Na, mein Abo. Nö, das würde ich wissen. Die Mülleimer, also diese Mülleimer sind Teil meiner Aufsicht, also meiner Response. Ich bin verantwortlich dafür, ja. Und bei sowas bin ich ganz penibel, sagt er. Dann bin ich ganz, ganz pretty observant, bin ich da. Weil der Chef, der ist super harsh about making sure people don't like temper with them and whatever. Hä? Warte mal. The boss is like super harsh. Ich kann es nicht zu 100% übersetzen, aber das ist so wie eben der Chef guckt eben drauf, dass die Leute nicht. Ja, ich kann es nicht übersetzen. Der guckt halt, ob die Leute gewissenhaft sind. So würde ich es übersetzen eigentlich. Ja. Okay, aber er sagt, okay, aber auf jeden Fall. Bist du sicher? Bist du super sicher, dass draußen niemand mehr ist, der mich töten will? Okay. Weil ich würde schon noch meine Schicht fertig machen. Später. Das was? Ihr redet übers Essen. Schnitzel, lecker, Gurkensalat. Okay, dann redet mal weiter im Chat. Okay, das heißt, ich kann hier schon wieder rausgehen. Ich habe voll verloren, Alter. Ich habe gesoffen, was ich nicht darf. Ich habe ein Schloss aufgeschossen, weil ich einfach zu faul war, einen Schlüssel zu suchen. Ja, also. Hier. Ah, was ist hier? Sewer Drain. Das hatte ich alles, ne? Oh.
Blutig? Nein. Oder? No, es ist einfach rote Farbe. Das ganze Teil erinnert mich an Kamukara und dieses Mädchen. Aber da ist keine Zeit, in der Vergangenheit zu schwelgen. Ich hab Arbeit zu tun. Ich muss jetzt da reingehen, oder was? Damn! Okay, also die Bars und Batsch. Die rote Farbe ist an beiden Seiten, also innen und außen von diesem Kanal. So, irgendwer hier muss wissen, wie ich hier hineinkomme. Kann man hier nicht entern, ne? Nee. Okay. Was ist hier? Aber bei dem Typ war ich doch. Kann der da rein? Da ist ja nichts mehr, ne? Verdammt, ich scheitere. Okay, also irgendwer muss ja wissen, wie man hier reinkommt, ja? Aber hier war ja nichts mehr. Okay. Ich habe Neurosis, oder? Nein, doch nicht. Irgendwer muss doch hier jetzt wissen, wie ich da reinkomme. Aber da war doch niemand mehr, oder? Hier, das hat das hier, das hat das hier. Ich könnte die Tussi fragen, oder? Glaubst du, die Tussi weiß? Ne, der Typ weiß es, oder? Das könnte auch der Typ wissen hier, oder? Ah, die ist immer noch busy. Ah, er baggert mich ja wieder an. Oh, ne. Aber ich müsste jetzt eigentlich zurück ins Hauptquartier eigentlich. Kann man hier wieder jetzt weggehen? Nee. Okay. Okay. Also ist hier war die Tussi. Wo ist denn der Typ jetzt? Hier war der doch. Nee. Hier. Ja. Access to Super. Siehste? Läuft. Sorry, entschuldige, dass ich dich nochmal störe da so, aber weißt du irgendwas, wie man in diesen Abfluss kommt am Ende der Straße? No, mach dir keine Gedanken, sagt er. Na, aber jetzt, wo du sagst, und du möchtest vielleicht nicht glauben, sagt er. Aber ich schwöre dir, ein fetter Typ in einem Anzug ist er rausgeklettert. So ein paar Tage. Mit einem Mädchen dabei. Okay. He's kind of infamous around here. Ah, okay. Man kennt ihn hier. Vielleicht hängt er im Hostessenclub ab. Also, normalerweise hängt er im Hostessenclub ab. Vielleicht im Butterfly Club. Hopefully hieß der. Vielleicht ist er ja dort. Das ist der fette Typ, na? Auf dem ich auf seiner Schoß sitzen soll, oder? War das der nicht? Aber, was soll's? The Storm Drains Bad News. That storm drains bad news, if you ask me. I'd steer clear of it. Okay, aber er hält sich fern davon. Okay. Okay, oh, okay. Red Paint. Was ist mit der roten Farbe? Na, da ist ja rote Farbe dran. Frikadellenshop Typ in Anzug. Das war doch der Typ, oder? Red Paint. Was ist mit der roten Farbe? Hast du irgendwen gesehen, der einen Eimer voller roter Farbe hatte? Huh, sagt der Paint? Ah, Farbe? Nö, ich glaube nicht. Ich meine. Ich habe nicht wirklich danach geguckt. Wenn du fragst. I noticed a couple of red marks near. Ich habe so rote Marks, so rote Markierungen gesehen. Aber hoffentlich ist es mal nichts, ne? Ah, okay. Aber ich werde meine Augen offen halten, sagt er. Und wenn ich was weiß, lasse ich dich wissen. Ja? Okay. Das heißt, hier, ja, wir japseln jetzt zurück. Wir ab zum Butterfly Club, Alter, hier. Hier ist der Typ doch. Hier. Ja, das ist der Typ. Ja? Du, ja, und sieh immer noch nicht. Hier. Ja, ist plus 18, ich darf das. So. So. Und sie sagt, entschuldige, Meister. Ja, ich habe einen Zeugen, der gesagt hat, und du passt genau auf die Beschreibung, dass du in diesen Kanal rein oder rausgeschlupft bist, ja? Liege ich richtig, dass du das bist, sagt sie.
Oh, ich weiß nicht, was du meinst, Lady, sagt er. Ja, aber das ist doch ein schmieriger Typ, oder? Ja, was für ein. Wenn du der letzte Mann auf der Welt wärst, ja, die würde sie eher die mit den Bubs nehmen, bevor sie dich nimmt, ja? Verdammt. Flirten oder Street? Ich bin sicher, ich würde es ja flirten machen, aber das ist nicht professionell, ja? Da schenkt man ja wieder volle Hütte ein sonst, ja? Also, es sind doch einige Zuseher da. Flirten oder wie spielen wir es denn? Ja, ich würde ja normalerweise, ich würde ihn ja streeten, ja. Ja, sag mal, was ist mit du? Ja, weißt du das? Ja, so will ich machen. Ja, so sieht's aus. Ja, ich lasse mal euch reinschreiben, was ihr so sagt. Ja. Also, was machen wir? Flirten oder machen wir, nee, machen wir normal, oder? Flirten machen wir nicht rum, ja? Ich hab's nicht mitgekriegt, was ist los? Ja, ich kann den Typen jetzt anbraten, weil ich brauche von dem eine Info. Ich kann den anflirten oder nicht? Ja, ich mach mal threaten, ja? So, jetzt okay. Spiel nicht mit mir, sagt sie. Ja, ich weiß, dass du das warst. Ja? Erzähl mal, wie du rein und rausgekommen bist. Sternchen wird schon wieder flirten, ja? Wir können das beim nächsten Mal flirten spielen, ja? Ich glaube, das Spiel kann man zigtausend verschiedene Variationen spielen. Ja, also stell ihn nicht dumm, sagt sie. Ja. Eben, lieber nicht flirten. Guck dir den Typen an. Eben, genau so ist es, Fakefass. Genau so ist es. Ja. So, also. War zum Schwitzen, oder? Das ist unprofessionell. Ja. Was zur Hölle glaubst du, bist du, ja? I don't care what's on. Mich kümmert es nicht, was so ein Arschloch gemacht hat. Ja, Lady, so sieht's aus. Ich darf das sagen heute. Ist plus 18. Und sie sagt, ich weiß, dass du Frauen mitnimmst, ja? Und wenn du die Bar noch verlassen willst, im Ganzen ist besser, du redst mit mir, ja? Oh, ja. Er sagt, okay, sorry. Sorry, ich hab dich falsch verstanden, ja? Da ist ein Schrein in der Zuba. Was ist ein Schrein? Da ist irgendwas ein Dingsbums in diesem Kanal. Schrein, echt jetzt? Ich gehe dort immer hin, ja? Um Sachen zu machen. Ja. Also wenn der Mann so aussehen würde wie der Charles, dann natürlich flirten. Klar. Ja. Okay, Hammer rein. Sie sagt, ey, ich wollte nicht wissen, was du dort machst. Ich will nur wissen, wie du dorthin gelangt bist. Also sprich, ja. Okay. Lass mich alleine. Da gibt's einen Trick, wie man das Ding öffnet, ja. Dreh diesen linken Bar, diesen Hebel nach rechts and one next to it, to the left. Alter, ich merke mir das nicht. Wartet, ich merke mir das ja nicht. Ich brauch's zu schreiben, verdammt. Ich bin nicht präpariert. Also, twist the leftmost, der ganz linke. Ganz links. Nach rechts drehen. Und der eine next to it. Nach links. Und der daneben nach links. Ah, das kann ja nicht so schwer sein. Also ich habe 17.000 Hebeln. Ja? Also der erste nach rechts, der zweite nach links. Ja? So wird sich sehen. Ja? Und dann kannst du hier hineinkrabbeln. Der. Ja, bist du jetzt glücklich? Na klar. Und jetzt lass mich alleine. Ja, ohne anbraten. Wieder minus 5. Alter, ich hab minus 19 Punkte. Ich hab Minuspunkte, Alter. Oh. Ja, Frikadella lacht. Ja. Lacht nur. Lacht nur über mich. So, das heißt, wir müssen jetzt dahin japseln. So. Achso. Wo sind die Bars jetzt? Ah, ich bin drin. Ah, ich hab's nicht aufschreiben brauchen.
Verdammt. Okay, wir sind jetzt in diesem Ding drin, ja. Habe ich es richtig gesehen? Oh, wir haben hier Lichtchen. Wir haben hier Lichtchen. Es hat irgendwie so billige Lichter hier auch angehängt, ja. Um eine intime Atmosphäre zu. Echt jetzt? Ah, ich habe keinen Bock da drin, irgendwas zu machen, Alter. Echt jetzt? Ah, das ist ein Abflussrohr, Alter. Und hier will ich sie auch romantisch machen. Hier liegt ein Foto. Ah, es ist echt ein Horrorspiel. Oh, was stand denn da dabei? Ich will eigentlich nur den Text lesen. Hat wer den Text gelesen, verdammt? Ist es wichtig? Ah, ich lese. Können wir das nochmal sehen? Ja, ich muss den. Ah, schnell wegmachen. Alter, Servus Tristan. Alter, ich muss den scheiß Text lesen, ja? Ich guck nicht ins Foto. So, arg seeing this probably took a few years of my life. Ah, genau. Ah, so wie bei mir. Das hat mir jetzt echt Jahre gekostet, sagt sie. Ja. Bah. Okay. Okay, weiter. Tritt drauf aufs Foto. Tritt drauf. Lachflash. Frikadelle hat Lachflash. Okay, was ist hier? Shrine Gate. Ach so. Ah, hier ist das Gate dann, oder was? Blut. Look. Ich will zuerst die Optionen. Ich möchte professionell arbeiten. So. Also wir haben hier was. Das heißt, ich will mal. Ich sehe das und will wissen, ist das Blut? Fresh Paint used to the. Okay, das ist also die Farbe. Ja? Wer immer auch in der Nähe ist, er muss nahe sein. Ah, das ist frische Farbe. Ah, da kann man runterklettern. Okay. Ah, hier kann man dann runterklettern. Ne, das will ich nicht. Was ist dieses Shrine Gate? Ich wundere mich über diesen Schrein. Doch ein Shrine Gate. Es ist doch die Übersetzung, was der hier unten macht. Nach all dieser Zeit. Vielleicht haben, das ist so ein Überhang. Vielleicht haben die Bilder, die Erbauer, wollten sich zerstören, als dieses Ding gebaut, als dieser Kanal gebaut wurde. Okay, was ist hier? Ach, frische Farbe. Und vor allem, die zeigt mir hinunter, ne? Ja? Frikadellschaft hocherotisch, ich kann nicht mehr. Absolut. Ja, wusstet ihr doch, der Typ hat große Brüste. Alter, das sind Informationen, die ich nicht will, pixeliger Dirk. Im Ernst jetzt. Ich brauche das echt nicht. Okay, also ich kann jetzt hier runterklettern, weil. Ich meine, das ist doch eine Falle, oder? Ich meine, irgendwer. Foto? Na, ich gucke jetzt nicht nochmal das Foto, Alter. Na, okay. Also wir gehen runter, oder? Wir climben jetzt mal down. Sie braucht ein Rope, also sie braucht irgendwas. Ich bin schockverliebt. Frikadella. Sie braucht ein Seil oder sowas. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Echt? Oh, Alter! Ist sie da jetzt runtergefallen? Bist tot? Ich hatte doch keine Aus. Alter, guckt euch meine Punkte an. Alter, la die Musik, ne? Hört man die eh? Gebt mal Bescheid. Aber nicht, muss ich die lauter drehen. Alter. Ah, ich hab echt die Hosen voll hier, ne? Man guckt immer so traurig. Ja, Alter, ihr Kollege ist weg, ne? Fake was. Wir suchen ja ihren Kollegen, der Typ ist weg. Alter! Wir haben Kazuki gefunden. Seine Hände sind verschnürt und er hat einen schmutzigen Sack über den Kopf. Ein blutgetränkter Sack. Echt jetzt, Alter. Ah, ich bin professionell genug, um diese Situation zu handeln, ja? I go back to normal life. Ich erledige das und kehre zurück ins normale Leben.
My plans went out the window at the minute. Oh, Alter, echt jetzt. Es ist ein Gesicht, das ich sehr gut kenne. 6 Monate später in Kamakura, Katsuki, habe ich sie in einer als Geisel gesehen. Ah ja, das ging. Ah Moment, die war eine Geisel und das ging schief. Echt jetzt? Sie starb. Diese kalten Augen und dieses Grinsen und als sie mich anstarrte. Boah. Am Ende des Tunnels belong to a girl. Okay, also und sie soll 6 Monate tot sein. Ich tue mir echt schwer mit der Übersetzung, gerade weil ich bin echt geflasht ein wenig. Ich gebe es gerade zu. Onivan sagt, Charles macht's gleich aus. Ja, wahrscheinlich. Ich stehe versteinert oder gefroren an einer Stelle. Es ist mir nicht möglich zu sprechen. Es muss ein Trick sein. That was my subconscious whispered to me over and over. Es flüstert immer wieder über mich. Und ich höre den Herzschlag. Alter. Das Mädchen ist nicht überrascht, mich zu sehen. In fact, it seemed that my shock and supposed was what she wanted. Ah, sie wollte mich geschockt sehen. The fact remained that I was alone. Und ich bin natürlich alleine, ne? Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht Yukimara erzählt, wo ich bin. Verdammt! Oh. Warum soll ich was anderes spielen? Gefällt euch nicht, Sternchen? Also mir gefällt das Spiel, ich geb's ganz ehrlich zu. Es ist nur sie und ich. Ein Polizist. Ich bin ein Polizist alleine und ein Mädchen aus meinen Albträumen. So. Alter, ich muss mich entscheiden. Echt jetzt? Alter, speak to Tanaka. Tanaka, häng in der. Halte durch, ich hole dich hier raus. Ito, bist du das? Geh weg, renn! Renn! She's not what you... don't waste time. Alter. Langsam. Verschwende nicht deine Zeit, um zu sprechen mit ihr. Du willst nicht mal mit mir reden. Nicht mal Hallo sagen. Oder lange Zeit nicht gesehen, Ayami-chan. Das ist sie. Nein. Du sprichst nur mit ihm. Als wäre ich nicht hier. War wieder scheiße die Entscheidung, ne? Ayami, es tut mir so leid. Bitte, rette dich selbst. Ruhe! Sagt sie. Ich meine, bitte sei still, Tanaka. Hier. Es wird nicht lange dauern und wir werden zusammen sein. Im Dunkeln. Da wirst du nicht mehr über sie nachdenken. Echt jetzt. Und warum? Warum siehst du aus wie sie? Was ist das? Fragt sie, die Ito. Ich sehe aus wie wer? Ich sehe so aus schon die ganze Zeit. What you looking for? Ah, nach was suchst du? Nach der Kugel in meinem Kopf? Okay. Ich werde darauf nicht reinfallen, sagt sie. Irgendwas. Anyone could have read. Irgendjemand kann über den Fall gelesen haben. Ayami, sprich nicht mit ihr. Lauf! For both of our sakes. Zu Herrgott, lauf, ja? For both our sake, for suck's sake. Wie kann ich das übersetzen? Ich soll laufen. Ja? Für unser beider Willen, so kann man es übersetzen. Warum? Warum sprichst du mit ihr? Du hast gesagt, du hilfst mir. Hör auf, mit dir zu sprechen, schreit sie rum. Ich gehe nirgendwo hin. Wir können dir beide helfen. Niemand muss verletzt werden. Oh, echt jetzt.
Ha, lacht sie. Du meinst so wie das letzte Mal in Kamakura? Echt jetzt? Nein, Ayami-chan, kein weiteres Reden. Du wirst dich hier hinsetzen wie ein braves Mädchen und zuhören, solange bis wir fertig sind. Ayami, vergiss, was du gesehen hast und hau ab. Rette dich selbst, sagt er. Siehst du? Ah, Tanaka ist so fürsorglich. Even about a bitch like you. Okay, das brauchen wir wohl nicht übersetzen. Sogar über diese Hure, die du bist. Ja, Bitch. Ja. Das ist, warum er mir versprochen hat, mir zu helfen. So bald brauchen wir dich nicht mehr. Sch, sagt sie. Kannst du es hören? Die Stimmen, sie sind zurück. Erinnerst du dich an diese kleinen Stimmen, weißt du? Ja, Fake. Alles gut. Du kannst in 60 Sekunden wieder schreiben. Ich wusste es. Ich wusste, dass es passiert. Nun kann ich Tanaka mit mir nehmen. Und er hilft mir, die Türe zu finden. Sie sagt, ah, it's like when I. Es ist so, wie ich klein war. Die Polizei, ah, there were police. Da war auch die Polizei dann. So, gleich geht's weiter. Wir müssen es ein bisschen spannend halten hier. So, weiter geht's. Ha, sie lacht. Kannst du sehen, Ayami-chan? Es ist genauso wie letztes Mal. Es wird funktionieren. Tanaka wird jetzt mit mir sein. Echt jetzt? Nur es wird anders sein, dieses Mal. Dieses Mal lässt du mich gehen. Ich lasse ihn dir nicht wegnehmen. Ich lasse ihn mir nicht wegnehmen von dir. Er hat mir versprochen, mir zu helfen. Und jetzt kannst du es eh nicht ändern, ne? Even you can't get in the way. Face, du bist also konfrontiert mit dem Unmöglichen. Mein Verstand läuft in jede Richtung und sucht nach einer logischen Erklärung, ja? Die Kleidung, die Haare, der Mannerismus, also so wie sie tut, es ist alles dasselbe. Aber ich kann es bis jetzt nicht glauben. Genauso die Stimmen. Sie denkt über diese Stimmen nach. There was no way she could have known. Ja, woher konnte sie die Stimmen? Woher konnte sie das Wissen über diese Stimmen? Ich habe es nicht in meinem Report geschrieben. Und Katsuki und ich haben nie darüber gesprochen. Ich begann es zu akzeptieren, dass das Mädchen, dem ich ins Gesicht schaue, dasselbe Mädchen ist. Into my nose, a sense of cherry blossom. Okay, also sie akzeptiert, dass das jetzt diese Ding ist. Ich übersetze jetzt echt nicht jedes Einzelne. Ich will wissen, wie es weitergeht. I try to focus. Ich versuche mich auf Katsuki zu konzentrieren und mit ihm zu sprechen. Aber das Mädchen lässt ihn nicht. Er klingt komisch unter der Haube. Wie wenn er verletzt wäre. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Echt jetzt? Alter, echt jetzt? Tanaka, push back. Do it now. Und geht's gut oder schlecht? We practice this technique countless times. Also wir haben das sehr oft probiert. Ja, also er kickt die Tussi weg und sie macht irgendwas. Aber wie funktioniert das? Katsuki would knock them down. Giving us enough time to take control. Okay, also er knockt sie weg, damit es genug Zeit ist, um die Situation zu kontrollieren. Keine Ahnung, ob es funktioniert. How out of it he was. Ah. No matter how out of it was, a new instinct would kick
in Angriff mit dem Moment, I need to turn. Okay, sie will eben die Situation verändern. Und so wie ich es geplant hatte, als ich gerufen habe, eben hat er diese Aktion gemacht. Er hat sie zurückgeworfen, oder? Pushing backwards, also zurück. Und er hat das volle Gewicht auf die Brust des Mädchens gedrückt. Für einen kurzen Moment fühlte ich mich relaxed. Echt jetzt? Entspannt? And then my heart sank. Und dann, ja, she wasn't distracted. Saw him coming and she shifted back, sent him his humbles back to his knees. Okay, also sie hat ihn wieder auf die Knie geworfen dann. Alter, echt jetzt? As she dipping off rain into the surf punches, the silence is to the look. Also, man hört nur das Tropfen des Regens in diesem Kanal, müsst ihr euch vorstellen, ja. Und die Stille. Sie steht da und guckt mich an. Ich kann ihr nicht sagen, ob ich Traurigkeit oder Ärger in ihrem Gesicht sah. Aber ich sah Tränen in ihren Augen. Dann lachte sie. Es war wie, als würde ich in zwei separaten Personen blicken. Und das innerhalb kürzester Zeit. Ihre Augen bohrten sich in mich. Her gaze not directed, but into me, some other place at this time. In Erinnerung an Jahre des Trainings und alles, was ich jemals gesehen habe, in diesem Moment, alles, was ich wollte, war mich umdrehen und gehen und verstecken. Ja? Ich fühlte mich klein, so wie ich ein kleines Mädchen war. Vielleicht spürte sie meine Angst, denn in diesem Augenblick lächelte sie. Sie lehnte sich nach vorne. She brought her face close. Ihr Gesicht kam nahe zu dem Sack, der Kazukis Kopf bedeckte. Sie flüsterte leise in sein Ohr. In einem Tonfall, wie eine Mutter mit ihrem Kind sprechen würde. Alter, echt jetzt? Dann zog sie die Klinge durch seine Kehle. Alter Schwede. 6 Monate später. Das gibt's ja nicht, oder? Hat er die voll gekillt jetzt? Sie ihn oder was? Voll aufgeschlitzt oder was? Boah. Oh, kurze Pause jetzt, Alter, echt jetzt. Oh, was sagt ihr bis jetzt zu dem Spiel? Schreibt mal rein. Hätte man das jetzt verhindern können? Ja klar, Onivan. Und zwar, ich wäre gar nicht in die Situation gekommen, dass ich dort bin. Wahrscheinlich, wenn ich das anders gespielt hätte, wäre ich gar nicht dort gewesen. Ja, das Spiel lässt dir unmöglich irre viele Möglichkeiten. Ja, irre viele Möglichkeiten. Frikadella findet super. Ja. Ich hoffe, nachdem die den gekillt hat, die abgeknallt. Ja, das weiß ich nicht. Wir sind 6 Monate später. Ja, aber ich hätte auch die Waffe ziehen können. Ne? Ich hatte ja die Wahl. Ich hätte einfach meine Waffe ziehen können. Ne? Verdammt. Sechs Monate später. Ich soll mit meiner Katze sprechen. Echt jetzt? Guten Morgen, Lady Fluffington. Wie geht's dir heute? Ne, 6 Monate früher. Six months earlier. Ach so, sorry. Okay. 6 months earlier. Sorry, ich hab's falsch übersetzt. 6 Monate vorher. Sorry. Ah.
Wisst ihr, mein Hirn liest so oft und dann übersetze ich es aber nicht so, wie es soll. Aber es ist echt nicht leicht. Ich habe sowas noch nie gemacht, also sorry, wenn Fehler passieren in diesem Let's Play. Ich habe noch nie ein Let's Play von Englisch auf Deutsch übersetzt, ich gebe es ganz ehrlich zu. So, also, die Lady Fluffington, ja, wie geht's dir? Naja, echt jetzt, sie sagt, naja. Hi. Die sagt echt, naja. So. Ich freue mich, dass du so glücklich bist, sagt sie. Oh, ja, auf Mädchen. Oh, oh, du bist jung. Ja, Mädchen. So, ich glaube, Katsuki ist bereits gegangen, oder? Nee, die spielt. Echt jetzt? Was sagt denn die Katze? Nix, außer nia. War die gut. Hast du ihn hingebracht? Nee, ich glaube nicht, oder? No, bitte, Scratchy, niemals rumkratzen. Nein. Ja, okay. Weil das ist. Ja, okay. You've been good with him lately. Ah, verstehst dich gut mit ihm, oder? Ja, was sonst? Ich meine, was soll die Katze antworten? Na? Also, nur Yukimura teilt den Enthusiasmus mit dir. Irgendwas, tells me he'll get old. Ah, irgendwer erzählt mir, dass er drüber hinweggekommen ist. Oh. Nja, nja, nja. Du willst spielen, ne? Nja, nja, nja. Du machst doch keine Katze. Oder die macht miau, miau, miau. Und nicht nja. Die macht miau, miau. Okay, however. Alright, okay. Wo hast du denn dein Spielzeug versteckt dieses Mal? Ich habe. Ah, minus Neurosis. Ah, alles klar. Das geht immer noch weiter. Aber ich habe minus 18. Alter, ich habe volle. Und das ist es. Ich habe volle Hütte kassiert vorher. Ne? Ich habe volle Hütte kassiert in dem Spiel. Ja. Aber meine Neurosen werden weniger, wenigstens. Nochmal mit dir sprechen. Neurose plus 5. Ah, wie geil. Okay, look at the laptop, oder? Texas, für die Japaner ist das wahrscheinlich. Miau, miau. Können die vielleicht nicht gar nicht aussprechen. Ja, ist ja kein drinnen, ne? Oder leis. Ne. Die macht ja nicht Milau. Ja, das funktioniert. Look at the laptop. Okay. Ach du fuck. Okay, ein Typ ist hier. Ein Typ ist angegriffen worden. Der Typ war 74, Takada heißt das Ding. Er hatte Verletzungen, Abdomen, Verletzungen am Kopf, several lacerations and was admitted to. Und dann haben sie zum Hospital gebracht. Ja, okay. Aber ich lese das mal schnell. Und er ist in stabiler, aber kritischer Situation. Dann Local School. Have been asking police any students fitting witnesses description. Okay, Zeugen wurden gesucht. Ich gucke, es muss alles wichtig sein. Das ist das Problem. Ich kann es nicht einfach weiterklicken. Some residents in the area are not impressed with the police response. So, ein paar waren nicht zufrieden mit der Polizei. Ein Einwohner Tsuzuki, Kawana, ja. 71 auf Random Red Marks. Da waren rote, Alter, rot-red Paint Marks am Schrein geht. Okay. Kann man hier was klicken? Nee. Was sieht doch das hier, ne? Nein, ich will das jetzt nicht lesen. Kann ich das nicht wegklicken wieder? Was ist, wenn ich read? Okay, what's this? Ah, sie sagt jetzt, was ist das? Kamuzimas, I've been looking for this before. Ah, er hat das gelesen, bevor er gegangen ist. Ein Schrein, rote Farbe. Ist es Schrein auch Schrein übersetzt? Ich bin mir nicht sicher. Ein Schrein. Okay, however. It has all the patients of the course. Been working on the list. Okay, es ist alles, was wir in den letzten Monaten gearbeitet haben. Ja, Kamura has been giving him hell. Ah, die Hölle Eis gemacht. So, für so einen simplen Case so viele Polizeiressourcen zu verschwenden. Ja. Okay. Can say it get either, honestly, casing after some weird kids and one isn't his style. Okay. Also, sie kann es nicht mal sagen, ob das okay ist. Sagt sie. Es ist verrückt. He's been kind. Er ist eine Art obsessiv, alles obsessiv. Über diesen Fall, ja. Und als ich ihn genauer fragte, hat er mich so abgewimmelt. Ja. X-Sun, nur kurz, ich muss mal lesen. Nochmal so eine Frage: Letztens hast du meinen Glückwünsche zu Yoshikama. Ne, ich habe noch kein Feedback, ich warte auf das noch drauf. Ich habe den noch nicht erreicht. Ich habe schon eine E-Mail geschickt. So,
Aber ich bleib dran auf jeden Fall. Okay. Maybe I'll ask him. Vielleicht sollte ich ihn nochmal fragen, wenn er zurück ist, darüber, ja? Wo ist er überhaupt hin? Sie sagt, es ist echt anstrengend, mit jemandem zusammen sein, der seinen eigenen Zeitplan hat, ja? Aber er hat noch Kaffee gekauft, bevor er gegangen ist. Also, andererseits, sonst würde er in einer Welt aus Schmerzen sein. Okay, ich lese es jetzt mal fertig. Lass mal, warte, ich gucke, ob noch irgendwas Wichtiges drin steht. Ich hoffe, ihr könnt das. Kann man das lesen im Stream? Ich hoffe mal. Okay, some residents. Da waren wir schon. Points to one of red shines, it is popular. Also dieses rote Marketing, das mit dieser jungen Rebellion zu tun, in der japanischen Tradition. Die Polizei had refused to comment this. Also die wollten sich nicht dazu äußern in der Pressekonferenz. Die Autoritäten sagen, das war so ein Ren, also so normaler, ja, Überfall oder so irgendwas, also was ganz Normales. Ja, eine Serie von Crime Surrounding Shrines. But that is was the first time. Aber das erste Mal mit einem Verletzten. Der erste Unfall war 2 Monate davor und resultierte in der Haupthalle von dem Local Shrine. Fire Damage, okay, also es wurde angezündet oder es war Feuer dort, aber keine Verletzten. Andere Unfälle wurden einige Wochen später reportet, also gemeldet. Und dann ein Einwohner hat bemerkt, dass es viele tote Katzen in diesen Schreins gab. Okay. Sehr, 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 sehr komisch. Ich lasse das kurz stehen, ich hole mir nur was zu trinken. Ja. Bleibt mal kurz dran, bitte. Ja, ich muss mir auch mal was zu trinken holen. Ja. Es ist echt exhausted, dieses Spiel. Echt Wahnsinn, es ist echt irre. So, wieder da. So, ich hoffe, dass einige nachlesen haben können. Soll das unklar gewesen sein? Ja. So, ihr hört mich eh. Ich brauche wieder meinen Ton. Ich hoffe, Ton passt. Weiter geht's. Okay. Also wir sind jetzt wieder ja, happy hier. Okay. Okay, Katze haben wir erledigt. Laptop haben wir erledigt. Nochmal gucken. Neurosen. Ja, nicht gucken. Go to the bedroom. Wollen wir mit ihr ins Schlafzimmer gehen mit der Pupsi? Ja, gehen wir mal mit der Pupsi ins Schlafzimmer. Cat, ah ja, das Katzendingens bauen wir.
Ja, okay, das Katzenspielzeug, ja. Was erinnert mich das? Winke der Katze. Da gab's doch eine, oder? Was andere Hand. Okay. Okay, vielleicht bringt sie uns Glück. Okay. So. Hier haben wir nichts mehr, ne? Okay, Living Room. Jetzt habe ich hier das Katzenspielzeug. Also jetzt kann ich wieder mit der spielen, ne? Weil das habe ich mitgenommen. Ja. Macht wieder nja. So. For the life of me, I can't figure out why you love this. Sie kann nicht verstehen, warum sie dieses Spielzeug so mag. Ja, weil es eine Katze ist. Ich meine, echt jetzt, die spielen mit allem. Ja. Ja, nja. Ja, hart voll reine Katze. Okay, was auch immer der Grund ist, ja, es macht mich glücklich. Ich bin froh, dass es dich glücklich macht. Meine kleine Liebe. My little one. Ja. Okay. Sanity 5, Neurosis 5. Alter, bin ich gut. Alter, bin ich gut. Okay. Es läutet. Es läutet. Hat man das eh gehört? Gib mal Bescheid, ob man da wirklich diese Töne hört auch. Weil dann muss ich es lauter drehen, sonst, weil es kommt irgendwie bei mir sehr leise raus, glaube ich. Oder? So, okay, dann machen wir die Tür auf. Ist aber eine schöne Klingel. Hat man gehört und hu. Servus, Triana, grüß dich. Alter, du hast schon meine Herzinfarkte versäumt. Du hast schon echt Herzinfarkte versäumt. So. Also, machen wir mal. Hallo, ne. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt sind wir wieder im Manga-Style. Jetzt sind wir wieder Anime-Style. Nicht Manga, Anime sind wir wieder dabei. Hallo, Nachbar. Hallo. Servus. Normal würde ich sagen, Servus, der Charles ist da, aber das passt halt nicht. Das ist die Yumi. Hallo, Yumi. Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, ich hätte so gerne eine japanische Sprachausgabe. Echt jetzt? Ich möchte eine japanische. Oh, ich find's geil. Okay, hey, Yumi. Ja, der dicken gefesselten Typen, ja, den hast du ja versäumt, Alter. Ah, oh, es war der Horror. Willst du reinkommen, sagt sie. Will ich das auch? Nein, nope. Wir kennen das. Also so eine Beck kennen wir schon. Die war nicht nett, diese Tasche. Okay, und sie sagt, nein, ich bin wieder am Weg weg. Aber ich wollte das nur in die Hand. Ich wollte das nur als erster hier abgeben, okay? Certainly has a distinct odor. Es hat irgendwie einen komischen Geruch. Oder? Odor ist doch Geruch. Incident Family Reads. Ah, okay. Oh, das riecht gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Donuts. Okay, es riecht gut. Ja, Donuts hat sie gebracht. Donuts. Ich will auch Donuts. Soll ich Donuts bestellen? Ich bestelle dann Donuts. Creamy Curry Donuts. Cremige Curry Donuts. Kokosnuss, Honig, Currypulver und das Geheimnis ist in 5 Hot Chilis, die versteckt sind drinnen. Okay. Die geben dir den Kick, ne? Die bösen Jungs werden dir deine Seele freischießen mit Feuer, ja? Innen und außen, ja. Oh. Okay, das hätte auch von dem Dicken sein können. Das hätte er von dem Dicken erwartet, ne? So eine Aussage, ja. Ich mach dir mal deine Seele frei. Ja, okay. Moment, wie sind die Chilis drinnen versteckt? Ich bin mir nicht sicher, sagt sie. So, mich leckt's gerade ein bisschen weg, wie immer. Ja, sind wir ja gewohnt, ne? So, no need. Also, brauchst dich bei mir nicht bedanken. Ja, dein Körper wird mir danken, wenn du sie gegessen hast. Nur da bin ich immer neugierig. But anyway, aber auf jeden Fall, how have you been? Wie geht's dir oder wo warst du in dem Fall? All I see lately is convenience store. Ah, wie geht's? Okay, ich sehe nur Boxes, Lunches und Junkfood. Ja, sie sieht eben nur so Lunchboxen und Junkfood überall. Du musst besser auf dich aufpassen, sagt sie ja. Ja, pass mal ein bisschen auf dich auf. Ja. Ich bin glücklich, wenn ich für dich kochen kann. Ah, für euch zwei. Ihr seid willkommen in jede Zeit, sagt sie. Wie sieht's aus mit heute? Oder später?
wenn du mit der Arbeit fertig bist. Heute wird ein bisschen schwierig, sagt sie. It's a little bit tricky today. Und unsere Schichten können bis in die Nacht dauern. Außer du bist glücklich, wenn wir um 2 in der Früh kommen. Ja? Unless you are happy with us dropping. Ah, okay, so 2 am. Hm, you make a good point here, neighbor. Ja, okay, sagt sie, ist gut. Ja, guter Punkt eingeworfen. Es ist schlimm genug, wenn ihr die ganze Nacht arbeitet. So, weiter geht's. Entschuldige, Yumi, you can blame the clumping on Katsuki. Du kannst die Schuld auf Katsuki schieben, glaube ich, so kann man es übersetzen. Nein, entschuldige nicht, sagt sie. Das ist der Preis. Wartet mal. So, also entschuldigt, so, you is shutting somewhere. Aber mich legt's schon wieder weg, bösartigst, komme ich drauf. Dann mache ich so, ich starte meinen Stream neu. Das war Part 1, oder legt's, oder hört's wieder auf. Nochmal gucken, ich gebe ihm noch eine Chance, aber mich legt's schon wieder weg. So, Brigitte sagt, zu viele schon, was denn? Was zu viele schon? Nämlich legt's weg. Also das war Part Nummer 1, wir sehen uns gleich bei Part Nummer 2, weil ich muss einfach meinen Stream neu starten.